Und ich würde jetzt mit der Vorstellung dennoch gerne weitermachen. Vielleicht meine Kollegin vorstellen wollen, Susanne Dötz. Vielleicht noch was zu dir und auch dazu, was dir der Gruppe bedeutet. Ja. Mein Name ist Susanne Dötz. Ja, ich kenne Petra, weil wir im gleichen Institut arbeiten. Also wir arbeiten am Institut für Geschichte der Medizin hier in Berlin an der Charité. Ja, und die Medizingeschichte ist letztendlich auch so die Verbindung. Ich bin selber von der Berufsausbildung her Ärztin und gehöre damit einer Berufsgruppe an, die sich eben im Nationalsozialismus sehr stark involviert hatte, also die akademische Berufsgruppe mit den meisten NSDAP-Mitgliedern. Und eben auch gerade, wenn es heute um das Thema Zwangssterilisation und eben auch um die Krankenmorde geht, also auch eine Berufsgruppe, die da eben auch ganz klar zu Tätern geworden sind. Und ich selber also forsche auch, also gerade speziell zur Zwangssterilisation, habe mich gerade mit Zwangssterilisation hier in Berlin beschäftigt und bin eben auch dann über den Unterricht mit Studierenden auch letztendlich immer wieder involviert, eben das aufzuzeigen und eben auch gerade auch mit auf Hinsicht auf heutige Themen, eben da auch ja, kritisch.